Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Incredible Adventures of Van Helsing. Wir sind hier immer noch in der Altstadt, weil Gründe, und schauen uns hier ein bisschen um. Das klingt nicht gut. Wollen wir mal die Stichschoten da hinten ein bisschen aufscheuchen? Ich hätte dir liebend gerne geholfen. Was war das auf 3? Wir können es uns ja ein bisschen einfacher machen. Alles. So, haben wir das auch fertig. Schon ziemlich blutig hier, ne? Noch mehr Stichschurken. Doch ziemlich blutig. Ich würde am liebsten wieder Zeit anhalten, aber das klappt nicht so. So, damit haben wir die auch erledigt. Doch. Ich habe das Gefühl, wir werden das alles noch ziemlich rot anstreichen hier. Mal schauen, was hier so rumliegt. Obwohl, die blauen Sachen lasse ich mal lieber erstmal in Ruhe. Die sind es nicht wert, von mir angeschaut zu werden. Mag etwas sehr eingebildet klingen, aber sie sind einfach wirklich nichts wert. Sprichwörtlich. So, Igors sind schön langsam. Können aber so eine verdammte Mine setzen. Und bis man die zerschossen hat, da wartet man lieber, bis sie selber verschwinden. So, Igor. Danke, dass du dich auch mal verabschiedest. Ich kann mich entsinnen, dass diese Teile hier nicht ganz untot waren. Ich wusste es. Dann kommt nämlich jetzt sowas hier. Lasst mich mal in Ruhe. Danke, dass du gestorben bist. Lasst mich mal weitergehen. Ihr seht ja, was passiert, wenn die nach oben fliegen. Dieses Schauspiel. Oh, und das macht Schaden. Und wie? Dann wollen wir mal noch ein paar erledigen. Bis die wieder runterkommen. Erledigt. Die große Frage ist, haben wir immer noch die 3 Steine? Ein. Ich bezweifle, dass wir alle 3 hinbekommen, weil ich das bisher auch noch nicht geschafft habe. Also nicht wundern, wenn wir das nicht schaffen, wenn ich das nicht schaffe. Ich will euch ja auch nicht jedes Geheimnis aus diesem Spiel entnehmen, ne? Oh, die könnten vielleicht sogar nützlich sein. Erforderlich Stufe 27, aber sind schlechter. Warum muss ich mich mit Meistern auseinandersetzen? Some healing potions would be nice. Ja, das sehe ich genauso. Irgendwie entziehen die mir immer noch zu viel Leben. Healing and Mana, okay. Ich hab doch auf 1 gedrückt, mein Gott.
kostet mich ein Vermögen, mich wieder... Ja, das habe ich gemerkt. Holy shit. Die sind bösartig, die Viecher. Das merke ich auch. So. Ich weiß, du bist ein böser Wolf, bla bla bla. Jetzt stirb einfach. Danke. Haben die irgendwas gedroppt? Nö, natürlich nicht. Wieso sollten sie auch? Ich meine... sie waren ja nur nervig. Könnten sie mich wenigstens ein bisschen entlasten. Aber nein, wieso sollten sie auch? Wieso habe ich gerade keine Zauber auf meinen Zahlen? Also bis auf Heilen. Warum das? Was habe ich kaputt gemacht? Ah, ich pack mal hier lieber das hin und hier die Geistergestalt. Was habe ich kaputt gemacht, dass das nicht mehr so funktioniert hat? Willkommen im Wald. Im Märchenwald mit den Werwölfen. Naja, oder auch nicht. Obwohl ich sagen muss, einige der Märchen, der alten Märchen sind schon ziemlich brutal, ne? Also, ja. Die waren schon krank damals, die Leute. Sind sie heute auch noch teilweise, aber damals, ja, doch. Also, ja. Nee, ich sag dazu nichts mehr. Nicht mehr zu dem Thema. Achso, ich bin dem Gift ausgewichen. Diese Igors halten aber auch zu viel auf. Also, die halten viel zu viel aus. So. Sag mal. Wann sterbt ihr eigentlich mal? Endlich. Bisschen Gold mitnehmen. Und noch mehr Igors, die viel zu viel Leben haben. Als dass es für irgendwen gesund sein könnte. Holy shit, sind das viele. Oh, lasst mich doch mit euren Minen in Ruhe. Bitte. Ach, ihr seid Veteranen, deswegen habt ihr so viel Leben. Ist trotzdem nervig, auch wenn ihr Veteranen seid. Hieß Igor nicht auch der Assistent von Frankensteins Monster? Oder irre ich mich gerade? Ich glaube, der hieß Igor. Ich weiß es nicht, aber irgendein Mad Scientist hatte einen Assistenten namens Igor. Das ist so dieser typische Name. Ja, den lasse ich mal. Der ist uninteressant. Interessant ist diese Schatzkiste. Interessant ist zwar auch, was da hinten ist, aber da werde ich erst noch hingehen. Erstmal werde ich mich hier erkundigen, was die hier von mir wollen. So, habt ihr es dann mal? Ihr seid ja noch mit die Schwächsten.
in dem Ganzen hier. Oh. Oh. Ein Hakenmonster. Und dahinter war einer, der mir zu viel Schaden macht. Ich laufe mal an dem vorbei, um bessere Sicht auf ihn zu bekommen. Denn mit einer besseren Sicht kann man ihn besser erledigen. Da 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 da. Tot ist er. Jetzt können wir von hier aus Igor schön unter Beschuss nehmen. Zeit anhalten, damit wir einfach mehr Schaden austeilen können ohne Probleme. Ohne dass sie uns Minen vorsetzen, die die Schüsse abwehren. Weil er nun mal ohne Grund plötzlich nach unten zielt, statt vor sich auf den Igor. So. Alle erledigt. Wir haben einen neuen Kopfschutz, den wir nicht gebrauchen können. Aber wir haben ein doch schon stärkeres Gewehr. Wieso habe ich gerade... Ach hier. An sich ist das Gewehr doch schon stärker. Wow, aufpassen. Ja, durchaus ist es stärker. So, Zeit mal anhalten. Dann können wir ein bisschen besser raufhauen. Und tot ist er. Werden wir uns gleich holen, nachdem wir hier uns erkundigt haben. Und ganz schnell bereuen, dass ich die Zeitlupe hier schon genutzt hatte. Wow. Ah, die Taktik funktioniert mal wieder. Wegrennen und schießen. Wegrennen und schießen. Wegrennen und schießen. Ah, die funktioniert auch nur, weil das Gewehr halbwegs ordentlich Schaden macht. Ich meine 500 auf einen Crit und dann sind die Crits noch so oft. Ja, doch, nehme ich. Also, ja, warum nicht? Holy shit, wir haben einen blutroten Teppich verursacht. Also, Maleragentur sind wir auch mittlerweile. Wir konnten den roten Teppich ausfahren. Hey, EO. Hallo Wölflein. Zum Igor seid ihr immer dabei, kann das sein? Bei euch hat man mittlerweile auch wieder schön schnell erledigt. Gut, Igor ist immer noch ein Problem. Die wollen einfach nicht sterben. Die scheinen irgendwie an ihrem Leben zu hängen. Ich verstehe nicht, wieso. Ich meine, guckt sie euch doch mal an. Naja, okay, das klang jetzt so, als würde keiner, der so aussieht, verdienen zu leben. Sollte man nicht sagen. Weil das wäre viel zu oberflächlich gemeint. Und einfach mal eine Lüge. Aber ich will da jetzt nicht viel zu sehr abschweifen, um ehrlich zu sein. Wir sind hier in-game und nicht bei irgendeiner Psycho-Show. Gut, ich bin ein Psycho in bestimmt einigen Wegen, aber das zählt jetzt nicht dazu. Egal.